Servus meine Lieben, herzlich willkommen in Monte Grosso d'Asti. Wir sind immer noch in Piemont. Heute schauen wir uns ein Weingut an, und zwar die Tenuta La Meridiana. Eines der traditionsreichsten Weingüter hier in der Ecke. Und wir schauen mal, was es da im Keller gibt. Wir werden eine Runde durch den Weinberg drehen. Also bleibt auf jeden Fall in der Leitung. Und Sonnenuhr. Meridiana ist übrigens Sonnenuhr. Ist auch einmal was von mir Land. Rinde immer vor. Ich kann einen schnellen Druck. Ciao. Buongiorno. Hi. Wir haben Carlo. Federico, Carlo. Hello. Carlo, nice Federico. Nice to meet you. Hier haben wir den Federico Primo, der Eigentümer des Weinguts, der das vor kurzem übernommen hat, vor kurzem, sprich 4-5 Jahre. Und er wird uns jetzt ein bisschen durch die heiligen Hallen führen. Wir werden, so wie ich es verstanden habe, ein bisschen was vom Fass kosten können, von den Tanks kosten können. So, let's go and see your winery. Yes, with pleasure. Achtung, dass schnell die Treppe runterfließt. Wie gestern. Dann geht nur vor, dann fange ich weich. Der alte Stoff. Mega. Ja, wie man hier sieht, haben wir nicht nur kleine Holzfässer, wie man sie aus Frankreich kennt, sondern wir haben auch echte Trümmer. Ich glaube, das sind 2500 Liter, wenn ich mich nicht irre. Grüß dich schon, da wie viel Cheap Betonic? 29. 29, also 2900 Liter. 29. Aus sogenannter Allier-Eiche. Also, das ist der Ort in Frankreich, wo die Eichen herkommen. Genau, was wir jetzt hier von den Fässern probieren, sind unter anderem die Grundweine, die wir für meinen Sansara verwenden. Das heißt, ich setze beim Ausbau in der Regel auf große Fässer, dass so ein bisschen Würze nur im Spiel ist. Wenn du ruhig dran. Siehst du? Wird natürlich auch bevorzugt behandelt, kriegst du das erste Glas. Ja. Also hier sieht man schon an der Farbe, es ist relativ dunkel. Mhm. Also es kann nicht nur Nebbiolo sein, weil Nebbiolo ist eigentlich ein Stück runter relativ hell von der Farbe. Und hier ist dann schon ein bisschen Albarossa drin, ein bisschen Barbera, da haben wir ein bisschen Cabernet, ein bisschen Merlot. Federico, explain us. Exactly where we are and what is happening in here. Yes, this is the we can say historical cellar, La Meridiana. Tenuta La Meridiana produced wine since the 1890, so I'm the fifth generation of wine producer. This was the historical cellar. Everything happened here. That means vinification and aging together. So it's very important for us, for the history. Today too small for the total production, of course. But like in the cellar, the tradition and the modern style are face to face, because this is the very traditional style for age the Barbera, while the barrel arrived 40 years ago when the still come in the cellar, and that allowed to produce very big, powerful wine, so that this size was not enough for the aging. So like in the cellar, the same style. And we have Bacco, our the alte Bacchus? Yeah, our God for the good luck, and so very important also. Cool. Yeah, habt ihr hier mal reingerollt? So what do we smell, what do we taste? Yeah, this is our project. It's for job we call the Super Piedmont, because it's a blend. Super Piedmont, because it's a blend of four different grapes. Nebbiolo, typical of the area. Merlot, less typical. Albarossa, really typical, quite unknown because it's an autochthone vine. Yeah. That is, we can say, a cross between Barbera and Nebbiolo. And the last part is Cabernet, like the salt, like the peppers, like very, very small quantity, but to complete the richness of the wine. The wine stay around 3 years in the oak, big and small sides together to have really, again, richness in the bouquet.
3 years, but it's not a recipe, no? You know, you have to taste every 2-3 months to understand the evolution, and when it's time to go out from the wood. So this is really typical Piemonte. So you have a big, big, very aromatic nose. You have very robust, huge wine on the palate, but this typical fragrance and freshness and minerality of Piemonte. It makes actually a lighter feeling on the palate as the wine actually is. I mean, this is around 14.5 of alcohol usually, yes. But you don't taste it so much. Mm-hmm. It tastes a lot lighter. I always say that in the wine, the most important thing is the balance. It's not important the alcohol or the acidity alone. It depends on all the other characteristics of the wine. Mm-hmm. So this is what we are looking for in the vinification in the vineyard and also during the aging. So different sides, always gentle wood because we do not want shock aging, but take the time to have richness and balance together. This is the most important thing. Then follow the nature. Mm. Every year the wine is different because the nature change, the climate change, but if you follow, you can have balance. And this is what I like to say, what I love to say, a very important message to everybody who drinks wine. The cellar is a really romantic place for most of the people, but this is not where the magic happens. The magic happens always in nature, in the vineyard. This is where actually the wine is made. And I'd say we just around the corner to the next vineyard that is really important to the winery. We go maybe by feet. No, we drive. We drive. and we take a sneak preview or a sneak look to where the magic really happens. Yes. Anschaut, das ist alles relativ hell. Also wir haben hier überwiegend, ich gehe mal hier ein bisschen näher an die Wiese, wir haben hier überwiegend kalkhaltige Böden. Es ist unheimlich viel Muschelkalk, also wir haben hier auch wirklich fossilienartige oder versteinerte Muscheln und Krustentiere. Also das ist mega mineralhaltig, dementsprechend frisch und salzig werden hier die Weine auch. Und obwohl wir hier so viel Sonne haben und die Weine relativ hoch gehen im Alkohol, haben die auch immer so eine gewisse Leichtigkeit. Das ist eigentlich, was hier den Weinberg Brico Sereno ausmacht. Das ist schon ein spannendes Terroir. Jetzt sind wir endlich den Berg runter. Ich weiß zwar natürlich, wie ich da wieder hochkomme. Ich habe zwar eine Idee, aber... Ich schieb dich. Ja, wir haben ja erst zwei Stunden. Wir haben ja erst eine 2 Stunden Abfahrt. Ja, der Federico, wir stehen hier vor dem Steil, ist das Steillage, ja? Das ist hier, so an der Mosel wird man über uns lachen, aber für Italien ist das schon Steillage. Und die nennt sich Brico Sereno. Für die Italiener zu Hause, die mich jetzt dissen wollen, falls ich es falsch ausgesprochen habe, soll ich es nochmal wiederholen. Brico Sereno. Wow. Why is it Brico Sereno? Brico means the top of the hill because we are in a very good position, and Sereno means with good weather like today, very hot. That for us maybe is too much, but for the grape it's really important. So for the maturation and for the quality. But so you would say if I'm a grape now, the weather is good for me. Yeah. Also was ich gerade gesagt habe, was mir zumindest sehr auffällt oder sofort auffällt, hier kommen die drei Komponenten zusammen, die eigentlich wichtig sind für große Weine oder große Weinberge. Das ist einmal natürlich die Neigung, die wir haben. Das ist eine reine Südwestlage hier. Wir haben, abgesehen von dem Terroir, was ich gerade schon mal erwähnt habe, wir haben Sonne ohne Ende. Hier knallt es gerade richtig. Mhm. Ja, also wir haben locker 33, 34 Grad aktuell im Weinberg. Und hier geht immer ein Lüftchen. Hier ist immer ein bisschen Wind. Sprich, selbst wenn es hier geregnet hat, wenn es hier ein bisschen feucht ist am Morgen, die Trauben sind relativ schnell wieder trocken geweht, oder auch wenn es mal irgendwie nach einem Schutt auf den Trauben hängt, man hat hier selten Pilzkrankheiten oder Schimmel. Mhm. Das ist eine super Voraussetzung, um eine absolut hochwertige Frucht in den Keller zu bringen.
Und falls ich diese Kerl nicht von den Fruchtfliegen aufgefressen werde, oder die Hitze mich dahin reißt, oder dieser Wok mich kaputt macht, das Schlimmste ist immer, wenn ich verdurste. Wir haben, oder ich habe gesagt, was macht den Weinberg hier aus? Was ist wichtig, um hier großen Wein zu machen? Und er sagt, er startet natürlich mit dem Zyklus des Weinbergs, der Dezember, Januar, das sogenannte Pruning, also das Zurückschneiden der Reben, wo du im Prinzip schon ein bisschen vorgibst, wie sich die Pflanze in der Vegetationsphase verhält und entwickelt. Also hier hat man natürlich vor, wenig Frucht am Stock zu haben, dafür gesunde, hochwertige Trauben zu ernten. Und jetzt mal so ein Stück verkürzt. Über den Sommer hat man natürlich hier und da die Grünlese. Die findet dann zwischen Juni und Juli statt in der Regel. Das heißt, man schneidet überschüssige Frucht oder Trauben aus den Rebstöcken raus. Die lässt man im Weinberg liegen, dass man da auch wieder so eine Art Zyklus in sich aufbaut. Also sprich so einen inneren Mikroorganismus, wie der Weinberg sich am Leben hält und natürlich bleibt. Die Lese geht dann los in der Regel Mitte, Ende August. Es wird alles per Hand geerntet. Die Frucht kommt auf kürzesten Wege in den Keller. Wir sind hier tatsächlich 2 Kilometer weg vom Keller. Es wird gepresst. Es wird die natürliche Maischestandzeit eben gemacht. Anschließend die Maischegärung im Stahltank. Dann kommt das Ganze in französische Barriques für 18 bis 24 Monate. Teils neue Barriques, teils gebrauchte. Die sind maximal 3 Jahre alt. Immer so ein Drittel ist neues Holz. Und dann bleibt das Ganze noch für ein halbes Jahr, besser wäre noch ein Jahr, auf der Flasche, bevor das in den Handel kommt. Also hier hast du schon eine gewisse Reife einfach von der Barbera, die angeboten wird. Also wenn es anfängt, wirklich Spaß machen zu saufen, dann gibt es den Wein auf dem Markt. Cool. So, okay. Let's taste it. Karl. Ich war der Erste. In meinem nächsten Leben werde ich Fruchtflieger. Ja, das ist really typical Barbera Dusty. Dark cherries, plums. Ja, ja. Ja gut. Der hat Blackberry Character, das ist really spicy. 15. Geht mit dem Alkohol immer ein bisschen hoch. 15% also sehr dunkel, hast du fruchtig. Eine tolle Würze auch vom Holz. You have this vanilla hints, but only slightly because the oak is not new. Yeah, or at least not everything is new. But that's really important, I think, in this particular vineyard. We have this unique soil. So I know the wines from Vico Sereno for almost 20 years now. Yeah. And this is really the red line that goes through every vintage. You have saltiness, minerality, which gives the wine a great freshness. Yeah, in the end, you find the salty note that is the unique, we can say, characteristic of the wine, no? Because it's just in this vineyard that we succeed in making this kind of note in the end of the, on the taste. So. But the best news and the most best news for me is with a 45 degree sun, you can drink a 50% volumen wine and you're still alive. Today I'm the last one. Okay. So hier riechen wir direkt schon, dass es ein frischerer Wein ist. Der ist auch noch so ein bisschen verschlossen. Wir haben hier so ein kleines reduktives Stinkerchen. Also es sind dann so Töne, die ein bisschen strenger erst aus dem Glas kommen. Die liegen noch über der Frucht. Der Wein, wenn er jetzt ein bisschen oxidiert, macht dann einfach auf, wie ich immer so schön sage. Und dann kommt so das Pure des Weins zum Vorschein. Jetzt, der ist einfach ein paar Jahre im Fass gewesen und er braucht jetzt einen Moment, bis er das zeigt, was er auf dem Kasten hat. Haben wir wieder also, viel gelernt, muss man sagen. Ja. Ja. Und ihr habt gesehen, die Hände sind wichtig, aber auch das Brain, das Hirn und das Herz, die Seele. Richtig. Also im Wein musst du alles geben. Genauso wie wir für unser Projekt immer alles geben müssen, alle sich wundern, warum wir so bekloppt sind. Genauso muss der Winzer bekloppt sein für seinen Weinberg. Und ich glaube, dass. Spricht, ist es gut für alle. Genau. Cheers. Hey, cheers. Salute. Ja. Leute, jetzt geht's um meine Herzensangelegenheit. Ja, ihr hört es schon pochen, da seht ihr das Riesenherz da. Puff, puff, puff hier bei Mago. Mago, wir sind immer wieder bei deiner großen Liebe Zanzara. Genau. Hab's richtig ausgesprochen. Zanzara. Ja, Zanzara. Lange Geschichte, heute Wein, Synonym und Spitzname. Also ich habe tatsächlich im Jahr 2005 hier das erste Mal gelesen, hier in dem Weinberg, mit Giampiero, der damals Geschäftspartner war in erster Linie. Als ich junger Sommelier war, habe ich seine Weine verkauft, der mir aber auch die Möglichkeit gegeben hat, mal so an die Basis vom Weinmachen
zu kommen. Ne? Also er hat mich eingeladen hier aufs Weingut und hat gesagt, ja, ihr Sommeliers, ihr babbelt ja immer viel über Wein, das ist schön und gut. Aber komm doch mal und guck mal, wie sowas entsteht. Erstmal tschüss. Tschüss. Und ich bin also voll ambitioniert hier ins Piemont gefahren. Mm. Ja, ein junger, großmäuliger Sommelier aus Frankfurt. Hat sich ja nichts, außer im Alter nichts geändert, ne? Das stimmt. Und hab hier 2 Wochen mich abgebuckelt. Ja. Ich habe Füße, die haben Blasen gehabt. Mir hat eigentlich alles wehgetan. Ich hatte nicht mal mehr Bock, abends mit den Leuten zu essen und zu trinken. However, ich habe aber trotz allem zum Ende der Lese gesagt, hier, eigentlich hätte ich Bock mal selbst einen Wein zu machen. Und Giampiero sagte, ja, ist okay, also wenn du da wirklich Lust drauf hast und meinst das ernst, dann kommst du im Januar runter und wir gucken uns mal ein bisschen was an und entscheiden, wo du Trauben her haben könntest für deinen Wein. Da haben wir hier Barbera aus dem Brico Sereno gehabt, wir haben aus einer anderen Lage, Legagie, die ist da oben, ein bisschen Cabernet gehabt, der eigentlich für Sektgrundwein mal gepflanzt wurde, wo nichts mitgemacht wurde. Es gab eine Biolo, der hier vorne links wächst. Mhm. Und habt ihr mit beidem gleich angefangen, rot und weiß oder erst? Nee. Das erzähle ich jetzt. Und wir haben, dann ging es natürlich darum, okay, wie soll das gemacht werden? Da habe ich gesagt, ja, das müsste ja eine Fusion sein eigentlich. Ne? Ich bin ja halbe Venezianer, Piemont und Veneto. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Nebbiolo und machen so ein bisschen Appassimento. So war der damalige Stil von den ersten 2 Jahrgängen. Also wir haben das am Stock schon trocknen lassen. Das war viel zu dick. Heute würde ich das gar nicht mehr trinken wollen. Aber das waren die Anfänge von Sansara. So, und jetzt, warum Sansara? Sansara ist tatsächlich mein Spitzname. Also Sanso rührt daher. Und angefangen hat einer meiner Onkel damit. Also Sansara heißt Mücke übersetzt. Und es gab mal einen Film mit Bud Spencer, der ja, hieß, die Mücke. Sie nannten ihn Mücke. Ja, da schon immer einige Parallelen erkennbar waren. Ich hatte damals noch keinen Vollbart, das möchte ich hier mit erwähnt haben. Deswegen du einen Fanclub auch immer drunter schreiben, Bud Spencer. Und ja, genau. Und du bist es wirklich. To make the long story short, also wir haben seit 2006... Bad, lass uns anstoßen. Seit 2006 12 Jahrgänge Sansara gemacht und mit dem Jahrgang 2017 das erste Mal auch Sansara in Weiß. Damit ist meine Frage beantwortet. Welche? Ja, ich habe gesagt, ich habe mit beidem angefangen. Ja. Und das war 2017 hat Giampiero tatsächlich dann noch mitbekommen, war noch während der Lese dabei und er ist im August 2018 verstorben. Hat freitags noch, das werde ich nie vergessen, ich habe ja das Etikett geändert, da steht jetzt auf dem Weißen Seele für Seele, da steht Blut für Blut, also das ist so eine kleine Hommage natürlich, also das ist für mich ein Herzensprojekt, wo wirklich auch ein bisschen Sentimentalität drin hängt. Hat freitags das Etikett noch angeschaut und sagt, aber unser altes hat mir besser gefallen, ne? Und ist dienstags hat er sich vom Acker gemacht, so auf gut Deutsch. Und ja, das Projekt geht auf jeden Fall weiter, jetzt auch mit Federico. Der wusste, dass wir sehr gut befreundet waren und für den ist es auch überhaupt kein Problem. Ne? Und ja, ich freue mich auf ganz viele Jahrgänge Sansara, die da noch kommen. Ne? Ja. Und irgendwie ist der Giampiero jedes Jahr noch mit dabei. Also auch jetzt, wenn ich hier durch den Weinberg laufe, ne, das war so sein Lieblingsfleck hier, möchte ich mal sagen, wo er Barbera angebaut hat. Also das heißt, ist allgegenwärtig. Wir können ja eigentlich schon mal so ein Revival anbieten, dass sich hier so 10 Leute bei uns bewerben können, mit denen hier mal die Lese fahren.